Kahlschläge im Nationalpark Harz. Das Beispiel Kaiserweg. Kahlschläge, werden sich jetzt vielleicht einige fragen. Im Nationalpark? Hä? Gibt's da überhaupt Kahlschläge? Naja, der Nationalpark Harz, der schweigt über diese Kahlschläge. Der sieht sich am liebsten so wie hier auf dem Titelbild beim Tätigkeitsbericht 2019. Da sehen Sie einen Ranger und der erklärt den vier Damen, die da vor ihm stehen, die Welt. Der erklärt ihnen gerade, ja, da ist eine Fichte, die ist abgestorben, weil der Borkenkäfer sie infiziert hat. Und man sieht auch im Hintergrund einige Fichten, die abgestorben sind wegen Borkenkäferbefall. Und das gehört zum Nationalpark. Solche Bilder, die möchte man der Öffentlichkeit zeigen. Aber bitte doch keine Kahlschläge. Es gab 2019 ein Schwerpunktthema in diesem Tätigkeitsbericht. Und schauen Sie mal, es geht um Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung zum Waldwandel. Und das ist interessant. Da gibt es nämlich ein paar Botschaften und auch die haben mit Kahlschlägen gar nichts zu tun. Unsere wichtigsten Botschaften sind, ich blätter mal ein bisschen weiter, und jetzt gucken Sie mal, das Zulassen der natürlichen Dynamik lässt Wildnis entstehen, die in Mitteleuropa äußerst selten anzutreffen ist und Raum für Artenvielfalt schafft. Zulassen der natürlichen Dynamik. Da ist natürlich nichts mit Kahlschlag. Kahlschlag ist das Unterbrechen, das Stoppen der natürlichen Dynamik. Hier wird so getan, als lässt man im Nationalpark die natürliche Dynamik zu. Man lässt sie zu. Natürliche Dynamik. Und dann tote Bäume sind nicht der Tod des Waldes, um Gottes Willen. Werden und Vergehen sind ständiger Kreislauf der Natur. Man bekämpft nicht den Borkenkäfer. Nein, man lässt es zu. Und dann noch, Wildnis bietet besondere Naturerlebnisse. Ja, die habe ich gehabt, die besonderen Naturerlebnisse. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie von einem Kahlschlag in den nächsten kommen, das hat dann mit Natur wenig zu tun. Und schauen Sie hier auch nochmal auf die Bilder. Man sieht hier einen Fichtenforst, dann stirbt er ab und dann sehen Sie so abgestorbene Gerippe, aber kurze Zeit später gibt es dann schon wieder neuen Wald. Hier auch so. Der Wald stirbt und dann entsteht neuer Wald und das lässt man zu. Baustelle Natur, hier baut die Natur die Neuwildnis. Die Natur baut die Neuwildnis, nicht der Mensch. Baustelle Natur. Tja, das wirkt wie ein Witz hier, ne? Sie sind hier am Kaiserweg, ganz in der Nähe des Eckerstausees. Und links ist der Nationalpark. Links. Links des Kaiserwegs. Der Kaiserweg verläuft genau auf der Grenze. Und Sie sehen hier den Borkenkäfer-Sicherungsstreifen. Hier wurde der Borkenkäfer bekämpft. Und das macht man mit Hilfe von Kahlschlägen. Der Borkenkäfer wurde bekämpft hier im Sicherungsstreifen, weil man die Privatwälder schützen will, die am Nationalpark angrenzen. Also die sind hier links jetzt. Jetzt sieht man die andere Richtung, wieder der Kaiserweg, links die Privatwälder. Und jetzt kommt rechts der Borkenkäfer-Sicherungsstreifen, ungefähr 500 Meter breit. Und wenn da der Borkenkäfer auftritt, muss er bekämpft werden. Das ist gesetzliche Vorschrift. Da muss der Nationalpark sich dran halten. Und das macht er auch. Und zwar sehr, sehr gewissenhaft, wie man hier sieht. Ja, Wildnis soll das sein. Hier baut die Natur die neue Wildnis. Also wenn man zynisch wäre, wird man ein ähnliches Motto erfinden. Ja, der Wildnis beim Wachsen zuschauen. Erinnern Sie sich, tote Bäume? Tote Bäume gibt es hier nicht, die sind alle abtransportiert. Da ist ja der Borkenkäfer drin, um Gottes Willen, und das darf ja alles nicht sein. Ja, wiederum, so rechts die Privatwälder kommen jetzt wieder in Blick. Die stehen noch. Ja, und was hier mal stand, sieht man jetzt hier, ein alter Holzpolter. Das Holz wurde noch nicht abtransportiert. Sie sehen, das ist geschält, die Rinde ist weg, damit der Borkenkäfer sich nicht unter der Rinde vermehren kann. Und man sieht hier, wo das viele Totholz liegt, da ist der Harvester reingefahren
und hat maschinell die Fichten umgesägt. Tja, der Wildnis beim Wachsen zuschauen, das hatten sich meine Frau und ich dann doch etwas anders gedacht. Und ich hatte nicht damit gerechnet, hier auf diesen Kahlschlag zu stoßen. Wir wollten einfach vom Radau-Wasserfall über den Kaiserweg zum Torfhaus wandern. Ja, und dann sieht man das hier. Das hat auch mit diesen Zeichnungen nichts mehr zu tun. Hier sehen Sie keine abgestorbenen Fichten, die sind alle entfernt worden. Und Sie können hier Kilometer und Kilometer gehen und Sie wandern immer an Kahlschlägen entlang.